Sinan Samilsam, der 28-jährige Türke, der in Frankfurt geboren ist, in Ankara aufgewachsen ist und sich in Hamburg auf seine Fights vorbereitet. Jetzt also die erste Runde gegen Julius Francis, den so erfahrenen Briten von der Insel. Wie fit ist dieser Julius Francis? Das wird sich sicherlich, sollte es dazu kommen, in den späteren, in den hinteren Runden zeigen. Es ist auf jeden Fall ein Koloss, ein schwerer Brocken mit 115 Kilo. Und auch wenn er nicht ganz austrainiert wirkt, aber er ist ein unbequemer, ein unangenehmer Gegner für den türkischen Europameister. Gebückt auch in der Körperhaltung, der Engländer in der Normalauslage mit Doppeldeckung. Gute Führungshand von Sinan Samilsam. Der ja 3 cm größer ist und 10 Jahre jünger als der Herausforderer. Francis, der schwer K.O. ging gegen Mike Tyson, bevor der Kampf in der zweiten Runde abgebrochen wurde, lag er schon 5-mal am Boden. Und weil er dies wohl auch zuvor geahnt hatte, hatte er einen Exklusivvertrag mit Daily Mirror abgeschlossen und Werbung auf seine Schuhsohlen kleben lassen. Sowas hat es auch noch nicht gegeben im Profiboxen. Da gab es natürlich auch entsprechende Kritik in der Heimat, aber auch viel Geld vom Daily Mirror für die gute Werbung. 5-mal insgesamt ging er runter gegen Mike Tyson. Also keine sehr euphorische Anfangsphase hier. Versuch eines Aufwärtshaken von Sinan Samilsam. Aber das nennt man Abtasten hier in dieser ersten Runde. Und auch der Europameister überstürzt nichts, sondern sucht hier mit Geduld die entscheidende Lücke, um Wirkungstreffer anzusetzen. Viele betrachten ja Julius Francis schon als Fallobst. Sein Zenit soll er überschritten haben. Aber eine gewisse Unberechenbarkeit ist im Schwergewicht immer da. Deshalb ist Vorsicht geboten. Das zeigt das Beispiel Corey Sanders. Eindrucksvoll, der auch Außenseiter war und Wladimir Klitschko sensationell ausnockte. Er ist noch dicht, er will dich abkontern, merkst du, ja? Er geht mir darum, er will, warte, bis du dich öffnest beim Schlagen, ja? Okay? Dass du das Kinn nicht hochziehst, immer wieder aus der geschlossenen Deckung. Gib mal Handtuch, Handtuch. Vollgas, ja, gut. Schnauben. Hast du verstanden? Aufpassen, immer wieder aus der geschlossenen Deckung schlagen. Und gleich wieder zumachen, ja? Ja, ja. Und immer wieder Jab, Jab, ja? Ja, und immer Step by Step. Bum, bum, operieren. Ne? Bewegen, immer wieder bum, bum. 10 Sekunden geht's weiter. Und dann try pressure that right in round the body. That's good. Stay tight. Look at that shot. Also, Anweisung aus der Ecke von Julius Francis, hier den Europameister auch am Körper zu bearbeiten. Und ganz ruhig haben Sie eben gesehen, die Anweisungen und gehört auch die von Michael Timm, der hier in Schwerin groß geworden ist, ein sehr erfolgreicher Amateurboxer war in der ehemaligen DDR. Und gleich gesehen hat, worauf es Francis anlegt, nämlich den Europameister aus der Türkei auszukontern. Deshalb aus der geschlossenen Deckung souverän, bestimmt nach vorne agieren, so muss das taktische Konzept von Sinan Samilsam lauten. Er lässt es wesentlich ruhiger angehen als beim letzten Kampf gegen Danny Williams.
den er von Beginn an mit viel mehr Schlägen und mehr Tempo unter Druck gesetzt hat. Und zu ruhig sollte es hier Samuel Zam auch nicht angehen lassen. Gegen Francis. Beide versuchen es oft über die Außenbahn, also mit Haken, weil die Mitte dicht ist. Oder mit Aufwärtshaken, auch ein Rezept, um durchzukommen. Aber die lange Gerade, links wie rechts, da ist die Lücke dicht. Kein Platz. Beide Fäuste sind oben bei beiden. Der Europameister steht zu viel, ist zu statisch. Er muss sich, das haben sie oft trainiert, so wie gerade hier zu sehen, mehr im Oberkörper bewegen. Das sind die sogenannten Maid-Bewegungen. Schlagen und dann ausweichen. Schlagen und stehen bleiben ist ganz schlecht. Denn dann ist man ein gern genommenes Ziel für den Gegner. Samuel Zhang, der knapp 8 Kilo leichter ist, aber ein Stück größer als der Herausforderer. Dessen großes Idol, ja, der einzige große Weltmeister Mike Tyson ist, gegen den Francis schon im Ring stand, oder im Ring lag, um es besser so zu formulieren. Und hier erstmals Schlagkombination des Europameisters zum Kopf von Julius Francis. Diese zweite Runde geht an den Champion. Nach vorne drücken, das ist eigentlich mit der rechten Hand. Ja? Ansonsten nicht zu viel auf der Deckung rum. Immer den Jab in der Mitte durch. Ja? Und dann guck dir das mal aus. Guck mal, er steht immer so. Das haben wir mal zum Kopf, okay? Das haben wir einfach gerade noch 100 Mal was Champion. Ja? Ansonsten ist immer wieder so. Ja, genau. Hörst du? Immer wieder Jab. Hier haben wir es gut gesehen, also wie schwierig auch Francis zu treffen ist, der sich eben sehr unbequem für seinen Gegner in den Mann hineinwurstelt sozusagen. Auch den Kopf sehr weit nach unten senkt und das macht es schwierig für jeden hier klare Treffer zu platzieren. Samuel Zhang versucht ihn zu stellen, diktiert den Kampf von der Ringmitte aus, versucht den Gegner hier an die Ringseile zu drücken, in die Ecke zu stellen, damit er nicht ausweichen kann. Denn der Beweglichste ist Francis nicht. Aber es gilt auch für den Europameister. Daran haben sie in den letzten Wochen vermehrt gearbeitet, an der Explosivität von Simon Samuel Zhang. Urplötzlich 3-4 Schläge präzise zunächst zum Körper und dann zum Kopf anzubringen. Und immer auch darauf zu achten, selbst nicht getroffen zu werden. Das ist die Kunst beim Boxen. So bleibt man hübsch und erfolgreich.
Francis ist deutlich langsamer in seinen Bewegungen als der Europameister. Knapp vorbei der linke Kopfhaken von Samuel Zan. Was macht er richtig? Weil er lässt die rechte weit unten hängen, Julius Francis. Das ist schon ein gutes Rezept hier, was der türkische Europameister jetzt hier versucht. Kleiner Vergleich zur ersten Runde. Die Hände des Engländers waren ganz weit oben. Sie fallen immer mehr weiter hinunter zur Brust und bieten dem Europameister mehr Trefferfläche jetzt. Gute, sehr konzentrierte Vorstellung von Samizan, der nicht zu viel riskiert, sondern hier heute nur erfolgreich seinen Titel verteidigen will. Dina, machst du sehr gut. Immer Step by Step, immer weiter, immer weiter. Du siehst, jetzt lässt er die Hände schon fallen, ne? Okay? Guck da genau hin, immer wieder. Bum, bum, bum. Du reißt ihn immer wieder auf. Aber pass auf, er will den rechten Cross starten, dass du die linke immer wieder gleichzeitig ziehst, okay? Und so weiter operieren, Step by Step. Linke Haken andeuten und dann die rechte in die Mitte rein. Ja? Der Europameister, der so geschuftet hat in den letzten Wochen und sich dann auch, sollte das hier mit der Titelverteidigung heute Abend klappen, sich dann auch belohnen will mit einem traumhaften Urlaub auf einer Trauminsel, womöglich in der Karibik oder im Indischen Ozean. Soll ja auch eine schöne Gegend sein dort. Naja. Und ich bin mir ganz sicher, liebe Zuschauer, Sie punkten auch zur später Stunde schön fleißig mit. Mal schauen, wie Sie den punkten zugunsten des Europameisters. Und ich glaube auch, zu diesem Zeitpunkt gibt es da auch keine zwei Meinungen. Und sie lassen es eher gemütlich, eher ruhig angehen hier in diesen ersten Runden. Vielleicht geht beide davon aus, dass es hier auch ein bisschen länger dauern könnte und rechnen mit einem längeren Kampf. Angesetzt dieser Fight, jeder EM- oder WM-Kampf natürlich über 12 Runden. A 3 Minuten. Danny Williams zuletzt brauchte Sam 6 Runden. Sie hören vielleicht im Hintergrund die türkischen Anfeuerungsrufe. Einige hundert Fans sind extra nach Schwerin gereist, um ihren Landsmann zu unterstützen. Der seit seinem Sieg über Saleta große Anerkennung in der Heimat genießt und das Boxen so richtig populär machen will. Ähnlich populär wie den Fußballsport. Und eins ist klar, die türkischen Sportfans sind natürlich, so kennt man sie, sehr begeisterungsfähig. Zwei schwere Jungs, die hier ein bisschen das Tempo erhöhen in dieser vierten Runde. Ein Kampf, der hauptsächlich in der Halbdistanz und im Nahkampf ausgetragen wird. Und hier erstmals gute, bissige Aktionen des Europameisters zum Ende dieser vierten Runde, die er auch deutlich für sich entscheiden konnte.
die linke Hand oben. Der wartet auf seinen rechten Cross. Ja? Das siehst du ja. Und dann schlägst du blitzschnell deine rechte Hand mit, was wir abgehauen haben. Ding! Eiskalt. Aber ruhig so weiter drücken. Ruhig so weiter drücken. Versucht Francis also der Schlaghand von Sam zu entkommen. Erfolgreich, gerade gesehen. Und die Ermahnung nochmal von Michael Timm, dem Trainer von Sam, nachdem er die linke Hand geschlagen hat, auch gleich wieder zu decken oder auszuweichen, damit hier die rechte Hand von Julius Francis, also seine rechte Schlaghand hier, die Führungshand nicht kreuzen kann und somit der Cross sein Ziel nicht finden kann. Denn das ist ein ganz gefährlicher Schlag aus dem Repertoire des so erfahrenen Briten. Der hier behutsam seine Chance lauert, der auch mit Axel Schulz über die Runden ging. Ihm das Leben schwer gemacht hat. Dann aber konnte sich der Deutsche dann doch durchsetzen. Insgesamt hat Francis bereits 11 Kämpfe bestritten, die über 10 bzw. 12 Runden gingen. So lang stand der Europameister noch nie zuvor im Ring. Sam boxt sehr konzentriert, für meinen Geschmack ein wenig zu verhalten, denn er muss Francis unter Druck setzen. Und mehr schlagen. Und das ist die Frau des Europameisters, die mitfiebert und zittert hier am Ring. Er müsste das eine oder andere Mal vielleicht ein bisschen mehr die Entschlossenheit aufblitzen lassen, die er bei Danny Williams an den Tag gelegt hat. Zwar führt er eindeutig nach Punkten. Aber genau, das sind solche Schläge, die Explosivität, wo er plötzlich mal was reinpackt. Denn er hat natürlich Schlagkraft, wenn er gut steht. Denn die Schlagkraft alleine kommt ja, das wissen Sie sicherlich auch als Boxfan und Experte, nicht aus dem Arm, sondern eigentlich aus dem Fuß. Denn die Stellung ist schon entscheidend und das macht letztlich die Wucht des Schlages aus. Also keine so spektakuläre Vorstellung wie gegen Danny Williams. Leider nicht. Auch für die vielen türkischen Fans. Aber eine sehr konzentrierte. Ruhig mal immer wieder viel bewegen. Und warte mal, bis er seine linke Hand schlägt. Da schlägst du einfach deine rechte Hand mit. Dein Spezialschlag, weißt du? Wenn er mit dem, aber auf Distanz, du musst die Distanz, ich werde dich da ranschieben. Wenn, wenn er die linke schon anfängt zu schlagen, sofort mitschlagen direkt. Okay? Also bislang ist es dem Europameister noch nicht gelungen, in diesen 5 Runden einen wirklich entscheidenden Wirkungstreffer hier zu landen bei Julius Francis, der mit all seiner Erfahrung, mit all seiner Routine hier bislang gar nicht mal so schlecht aussieht, auch wenn er noch nicht eine Runde für sich entscheiden konnte. Aber er wurschtelt sich so durch.
Und Francis macht es besser als sein Landsmann Danny Williams, der hier nach vorne marschiert ist gegen den Europameister. Diesen Gefallen tut er Samuel Zahm nicht, sondern boxt sehr defensiv, sehr zurückhaltend. Das macht es für den Europameister auch so schwer. Darum sieht er nicht so gut aus und kann nicht so glänzen wie bei seinem letzten EM-Kampf. Gut im Ziel, aber Francis zeigt sich nicht beeindruckt. Na klar, der hat auch schon andere Dinger kassiert. Gegen Klitschko, gegen Tyson. Und auch gegen Danny Williams, den er einmal besiegte vor 4 Jahren. Sagt bis heute noch, das war mein bester Kampf. Und gegen den er aber auch schon vorzeitig verlor. Aber achten Sie drauf, die Arme fallen nach unten, ein Zeichen von Kraftverlust. Die Deckung von Francis wird immer offener. Mehr Möglichkeiten für den Europameister. Gute Rechte. Und er versucht abzuhauen, Julius Francis umzuklammern. Also die ersten Wirkungstreffer und er muss schon mal tief durchatmen und pumpt. Das also die spektakulärste Runde bislang, die 6. in diesem Duell. Hast du gut gemacht. Hast du gut gemacht, Junge. Der nächste will er mitschlagen. Immer wieder versuchen, die Rechte. Ja? Mit dem Jab machst du immer wieder gut. Der Bulle vom Bosporus, diesen Spitznamen mag er eigentlich gar nicht so sehr. Der Europameister, der nicht gerade wirkt wie ein Herkules, sondern vielleicht manchmal eher wie ein Teddy, den man gerne mal in den Arm nehmen würde. Das ist auch durchaus möglich, außerhalb des Rings. Ist ein gutmütiger Typ. Aber er hat schon an seiner Athletik und an seiner Explosivität enorm gearbeitet. Gewicht verloren und seinen Körper gestählt in den letzten Wochen. Aber da ist noch ein bisschen Spielraum. Die Athletik eines Klitschko, die hat er zweifelsohne noch nicht. Da also das Online-Scoring. So, also werten Sie zu Hause eine Runde, also haben Sie dann doch dem Herausforderer hier schon zugesprochen. Und hoppla, was ist das? Müde Beine bei Julius Francis. Ein Schlag auf den Körper und da blieb die Luft weg und er muss sich zum ersten Mal hier heute Abend anzählen lassen von Guido Cavalleri, dem italienischen Ringrichter. Körpertreffer, Wirkungstreffer in dieser 7. Runde. Jetzt muss er nachsetzen. Samuel Zahm. Er merkt das, was geht in dieser 7. Runde. Und erneut liegt er am Boden. Und erneut auf die Rippen. Da bleibt die Luft weg bei Julius Francis. Und der beißt und er kämpft. Aber er schafft es nicht mehr. Der Kampf ist vorbei. Der Kampf ist aus. Vorzeitiger Sieg. Zu hart die Körpertreffer. Und zu schlecht, muss man auch sagen, die konditionelle Verfassung von Julius Francis. Besser austrainiert hätte er solche Treffer eigentlich wegstecken müssen.
aber die türkischen Fans sind aus dem Häuschen, weil ihr Mann erneut erfolgreich den Titel verteidigt hat. Durch K.O. in dieser siebten Runde. Der K.O., der so überraschend kam, so ist es ja meistens bei K.O.-Siegen. Aber das hat Julius Francis dann zu arg zugesetzt. Sieben Runden lang hat er durchgehalten, aber dann war es ihm doch ein bisschen zu viel. Kein spektakulärer Knockout, aber effektiv war es. Und letztlich das zählt im Profiboxen. Beeindruckt hat uns seine Vorstellung nicht, die von Julius Francis. Seine auch nicht unbedingt. Es war nicht so großartig und spektakulär wie gegen Danny Williams. Aber manchmal dürfen Siege auch hässlich sein, wenn es denn erfolgreich ist. Und da sehen wir noch mal auf den Tiefschutz direkt unter die Rippen platziert. Diesen Aufwärtshaken von Samil Sam. Also, da steckt sicherlich ein bisschen was dahinter. Ob das ausreicht, um einen 115 Kilo Brocken so niederzustrecken, naja. Vielleicht fehlt ihm auch ein bisschen die Lust so nach sieben Runden. Das ist so mein Eindruck. Und das ist der zweite Niederschlag. Da blieb ihm die Luft weg. Aber die Lust fehlte auch, weil wer sich so hinlegt, der will nicht mehr wirklich weiterkämpfen. Das ist einfach so. So ehrlich müssen wir es betiteln. Am Ende hat es ihm der Herausforderer dann auch leicht gemacht, als ihn die Kraft verließ, verließ ihn auch der Mut, weiterzumachen. Aber dafür kann der Europameister nichts, dass er müde wird und nicht mehr kann. Also hier beim besten Willen kann ich keinen Wirkungstreffer erkennen. Er legt sich einfach nur hin. Aber heute zumindest hat er die Schuhsohlen-Werbestrategie nicht angewandt und der Daily Mirror war nicht zu erkennen. Wie noch bei Mike Tyson vor einigen Jahren. Geld hat er trotzdem verdient mit seiner Börse heute Abend. Und hier, meine Damen und Herren, das offizielle Urteil. Sieger durch K.O. in der siebten Runde nach 1 Minute und 46 Sekunden. Und damit alter und neuer Europameister, Sinan Samil Sam. Und natürlich auch, meine Damen und Herren, ein Applaus an den heute Abend unterlegenen Boxer, Julius Francis. Die Titelverteidigung ist also geschafft für Sinan Samil Sam, dem Bullen vom Bosporus. Und jetzt träumt er natürlich irgendwann einmal, vielleicht in diesem oder im nächsten Jahr, von einem großen WM-Fight.